Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript. Heute geht es um Vererbung. Vererbung ist was ganz Besonderes und zwar kann man dadurch sagen, dass eine Klasse eine andere Klasse auch gleichzeitig ist. Das heißt zum Beispiel, jeder Hund ist gleichzeitig ein Säugetier und jedes Säugetier ist wiederum ein Tier zum Beispiel. Das wäre wahrscheinlich sogar ein besseres Konzept wie dieses Wohnungskonzept, das ich hier jetzt gerade habe. Deswegen schreiben wir das Ganze einfach mal um auf Tiere und wir brauchen jetzt hier auch gar nichts ausgeben, weil wir das einfach nur so schreiben müssen. Ich würde mal sagen, wir schreiben uns einfach eine Klasse Tier. Wir schreiben uns eine Klasse Tier. Nein, noch viel besser, wir schreiben uns eine Klasse Hund und wir schreiben uns eine Klasse Dalmatiner. So, okay, jetzt haben wir zwei Klassen und jedes Objekt der Klasse Dalmatiner ist offensichtlich auch ein Hund, weil jeder Dalmatiner auch gleichzeitig ein Hund ist. Also diese Is-A-Beziehung oder Ist-Ein-Beziehung, wie man es auch ganz gerne nennt, die ist immer vorhanden, wenn man von Vererbung spricht. Das heißt, wir können jetzt sagen, die Klasse Dalmatiner erbt von der Klasse Hund. Wir werden die gleich noch ein bisschen erweitern, dann wird es auch ein bisschen klarer. Und wie man das macht, ist eigentlich total einfach. Wir sagen hier hinten dran, jede Klasse Dalmatiner ist ein, also extends, und dann geben wir hier die Klasse an, von der sie erbt, also die sie gleichzeitig auch ist, extends Hund. So einfach ist das, das heißt, ihr habt jetzt schon Vererbung. Und was das jetzt bedeutet ist, jede Klasse Dalmatiner ist gleichzeitig auch ein Hund, das heißt aber auch, wenn ich mir jetzt hier einen Dalmatiner erstelle, oder nennen wir ihn einfach mal Rex, dann ist der über New Dalmatiner einfach ganz normal erstellen. Falsche Schreibweise, sorry, ich bin immer noch nicht ganz wieder bei der Sprache, weil ich oftmals noch andere Sachen programmiere. Jetzt bin ich wieder bei der Syntax. Okay, dieser Rex wurde als Dalmatiner erstellt. Und jetzt habe ich gerade schon 100.000 Mal gesagt, dass jeder Dalmatiner auch gleichzeitig ein Hund ist, weil wir hier dieses Extens drin haben und einfach von der Logik her stimmt es ja auch. Das bedeutet jetzt aber, wir können sagen, hey, dieser Rex hier, der kann alles, was ein Hund kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Funktion drin habe, wie zum Beispiel bellen, ist eine void. Und was macht die? Naja, sie schreibt einfach irgendwas in die Konsole. Console.log wuff zum Beispiel. So, und jetzt habe ich schon 1 Milliarde Mal gesagt, dieser Rex ist auch gleichzeitig ein Hund, da die Klasse Dalmatiner von Hund erbt. Achtung, wir haben hier ein Objekt vom Typ Dalmatiner und wir rufen jetzt auf diesem Objekt vom Typ Dalmatiner eine Methode auf vom Typ Hund. Das heißt, die ist eigentlich gar nicht hier drin. Aber da wir eben so eine Vererbung drin haben, können wir diese Methode aufrufen, ohne dass irgendwas passiert. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen rex.bellen. Und es wird mir sogar schon vorgeschlagen, was bedeutet, meine IDE hat verstanden, dass ich gerade Vererbung benutzt habe, was auch schon mal gut ist. So, und es funktioniert wunderbar. Das heißt, mein Dalmatiner hat jetzt gerade gebellt. Passt ja, können Dalmatiner normalerweise auch. Wenn jetzt aber Dalmatiner nicht immer Hunde sind, sondern nur manchmal, vielleicht auch gar nie, dann können wir dieses Extens nicht machen. Wenn ich dann versuche, dieses Bellen aufzurufen, dann kriege ich einen Fehler. Rex.bellen ist nicht definiert, also es existiert einfach nicht. Und das ist ziemlich geil. Weil, ja, so merken wir das sofort, hey, hier stimmt irgendwas nicht und können sagen, okay, wir haben hier ein Extens vergessen oder, ja. Also im Endeffekt muss diese Beziehung immer vorhanden sein. Jedes Objekt der Unterklasse muss ein Objekt der Oberklasse sein. So, dieses Vererben funktioniert jetzt allerdings nicht nur mit den Methoden, sondern es funktioniert auch gleichzeitig noch mit den Attributen, sprich mit allem, was ihr da oben drüber definiert. Also zum Beispiel, Beine, Doppelpunkt, Number. So, und die sind standardmäßig immer, normalerweise hat ein Hund 4 Beine, das heißt, wir können hier 4 eintragen, sowas in die Richtung. Und jetzt sagen wir, okay, wir wollen jetzt einfach mal die Anzahl an Beinen von meinem Dalmatiner, also von meinem Rex ausgeben, der ja eigentlich kein Hund direkt ist, sondern nur über diese Vererbung Hund wird. Sprich, wir sagen console.log rex. Und Achtung, es wird mir schon vorgeschlagen, Beine aus der Klasse Hund. Ziemlich geil, weil wir das so nicht mal nachdenken müssen, wo dieses Ding herkommt, sondern wir wissen es automatisch, es erbt ja von Hund und Hund erbt wiederum von und was weiß ich was. Und wir sehen hier, es funktioniert. Wir können es jetzt sogar noch auf die Spitze treiben und sagen, hey, wir haben eine Klasse
klares Tier. Und die kann auch irgendwas. Das, was hier drin steht, könnt ihr mal überlegen. Und wir sagen jetzt hier, okay, jeder Hund ist auch gleichzeitig ein Tier. Und das funktioniert auch wunderbar. Das ist absolut kein Problem. Das heißt, ihr habt hier Vererbung in mehreren Leveln. Und ja, ihr könnt es einfach so oft machen, wie ihr wollt. Also ihr könnt jetzt auch noch eine Unterklasse vom Dalmatiner nehmen und die wiederum vom Dalmatiner erben lassen und so weiter und so fort. Ihr könnt auch noch eine zweite Klasse erstellen, zum Beispiel Schäferhund, Extens Hund, das geht auch. Was ihr nicht machen könnt ist, nehmt mal abgesehen von der Logik, ihr könnt nicht sowas machen wie Klaas Schäferhund, Extens Hund, Dalmatiner Extens Hund, Extens Schäferhund oder sowas. Das geht nicht, weil es darf nur von einer Klasse geerbt werden. Also das hier funktioniert so nicht. Warum funktioniert das nicht? Schauen wir uns mal an, was passieren würde, wenn ich jetzt hier das machen würde. Also auch wieder eine Funktion bellen in der Klasse Schäferhund und jeder Dalmatiner ist ein Hund und ein Schäferhund. Und jetzt sage ich hier, okay, bellen gibt mir nicht Wuff aus, sondern Wow. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte hier meinen Dalmatiner bellen lassen, naja, welche Funktion oder welche Methode bellen soll er denn jetzt benutzen? Soll er dieses Bellen hier benutzen oder soll er dieses Bellen hier benutzen? Und das ist für den Compiler bzw. für TypeScript oder JavaScript oder euren Browser für alle unklar, was man da benutzen soll. Ihr selber wisst es wahrscheinlich auch nicht. Man könnte jetzt hergehen und sagen, hey, ich gehe von links nach rechts durch, aber das ist auch eher nicht so gut. Und deswegen hat man gesagt, nee, das darf man nicht machen, man darf nur von einer Klasse erben. Das ist alles. Es gibt Interfaces, damit kann man das dann machen, aber man darf, wie gesagt, nur von einer wirklichen Klasse erben. Interfaces werden wir noch irgendwann anders behandeln. Das ist jetzt wahrscheinlich schon recht viel Information für euch gewesen. Es kann aber mehrere Klassen von Hunden geben. Also Schäferhund, Extens, Hund, alles kein Problem. So. Und ja, jetzt können wir uns natürlich hier auch einen neuen Schäferhund erstellen. Und selbst das, was ich hier mit dem Bellen gemacht habe, das funktioniert auch. Aber das kommt auch nicht in diesem Video. Das machen wir wahrscheinlich im nächsten Video. Genau, jetzt können wir uns einen Dalmatiner erstellen und den bellen lassen. Wir können uns einen Schäferhund erstellen und den bellen lassen. Und wenn wir hier oben noch irgendeine Methode eintragen, sagen wir mal, wir tragen hier eine Methode Laufen ein. Auch einen Void, weil mir einfach nichts dazu einfällt. Console.log. On my way. Okay. So, und was wir jetzt hier machen können ist, Achtung, das ist die Klasse Tier. Jedes Tier hat diese Methode laufen. Das heißt auch jeder Hund, da ja jeder Hund ein Tier ist. Und wie ihr mal wieder gehört habt, sind mal wieder alle an mir sehr interessiert und wollen ihre Pakete bei mir abladen. Naja, egal. Auf jeden Fall, wo war ich gerade genau? Jeder Hund ist ein Tier. Das heißt auch jeder Hund hat diese Möglichkeit, hier Laufen aufzurufen. Also, jedes Tier hat die Möglichkeit, Laufen aufzurufen, jeder Hund hat die Möglichkeit, Laufen aufzurufen und jeder Dalmatiner und jeder Schäferhund sind wiederum Hunde, sprich auch jeder Dalmatiner und jeder Schäferhund kann diese Methode Laufen aufrufen. Das heißt, wenn wir jetzt hier sagen rex.laufen, können wir das auch machen. Schauen wir uns mal kurz an, was da passiert. On my way und dann kommt ein undefined. Achso, ja, natürlich, weil wir hier rex.laufen ist eine Void, das heißt, es wird nichts zurückgegeben und nichts ist, wie ich euch vor ein paar Videos erzählt habe, ein undefined. Wir hätten natürlich hier auch einen String zurückgeben können und OMW zurückgeben können und den ausgeben können, aber ich habe hier gerade versucht, eine Void auszugeben, sprich, da kommt ein undefined bei raus und ja, das ist natürlich dann falsch. Also jetzt kommt nur noch OMW raus für on my way. Wunderbar, das heißt, wir haben hier einen Dalmatiner, der plötzlich auch ein Tier ist, weil wir hier so eine wunderbare Vererbungshierarchie aufgebaut haben. Okay, das war's wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.